heaven only knows where you've been. Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem einen Vlog. Ihr seht schon, ich war gerade duschen, deswegen sehen auch meine Haare etwas anders aus als sonst vielleicht. Ich würde mal sagen, das machen wir mal kurz, ne? Machen wir mal besser. So, also die sehen ja jetzt echt richtig kacke aus. Aber jetzt geht's schon wieder, oder? Ja, das passt schon. Ich weiß, ich habe euch versprochen im letzten Vlog, dass als nächstes der Vlog kommt, wo ich euch ein peinliches Video von mir zeige, ein altes Video. Allerdings hatten wir halt die letzten Tage immer Gäste und meine Schwester hatte Geburtstag. An der Stelle könnt ihr ja mal alle Glückwünsche in die Kommentare schreiben und in die Kommentare schreiben. Und davon kann ich euch mal einen Ausschnitt einblenden. Ich hatte halt jetzt keinen Bock, dann die letzten Tage jetzt hier ganz halt mein Zimmer zu schneiden und so. Aber das Video kommt auf jeden Fall noch. Ich würde mal sagen, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen, weil ich habe verdammt Hunger. Fertig, wir gehen jetzt gleich schwimmen, wir haben halt gegrillt und ich habe hier schon alles eingepackt, Handtücher, was zu essen, meine Action-Cam ich würde mal sagen, wir gehen jetzt schwimmen, let's go! So, wir sind jetzt da an dem geilen Strand, und hier ist einfach niemand mehr, hier ist alles leer, wir haben jetzt alles für uns und es sieht hier so geil aus und ich würde mal sagen, wir switchen jetzt kurz auf die Action-Cam und dann springen wir rein. Ich hatte anscheinend das falsche Case irgendwie benutzt, da waren Löcher in dem Case dran, wo meine Kamera drin war. Und deswegen ist meine Kamera komplett nass gewesen. Und das Footage ist leider nicht mehr da. Also das habe ich nicht mehr. Aber ich habe noch ein bisschen andere Videos gemacht und andere Fotos. Und das zeige ich euch jetzt. So Leute, das war's jetzt mit diesem Vlog. Wenn ihr so eine Vlogs nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert mich gerne. Ich würde mich sehr freuen und schreibt in die Kommentare herzlichen Glückwunsch nachträglich für meine Schwester. Und ich würde mal sagen, roll the outro.